Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum weiteren Pickepie von mir. Heute probiere ich mal was aus. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gemacht habe, aber es geht definitiv um die Liebe und darum rauszufinden, was denkt jemand über dich. Ich habe das auf YouTube schon sehr oft gesehen, dass das heißt, was denkt derjenige über dich? Wie empfindet er für dich? Was könnte das sein? Oft ist man ja ratlos. Manchmal kennt man denjenigen, manchmal kennt man ihn nicht wirklich. Manchmal will man wissen, wo vielleicht was hinführt. Du kannst dich zu mehreren hingezogen fühlen oder auch nur zu einem. Es kann auch sein, dass du in einem Pile vielleicht Dinge hast, die dich vielleicht nicht ansprechen, weil nur ein bestimmter Teil dich ansprechen soll. Wie gesagt, ich probiere das jetzt aus. Normalerweise habe ich mich davon immer ferngehalten, weil ich jetzt nicht unbedingt Menschen falsche Versprechungen machen wollte. Aber ich habe auch gelernt, durch die letzten 3 Jahre, Menschen sind in der Eigenverantwortung. Menschen fühlen, ob etwas sie anspricht, ob etwas für sie stimmig ist. Und wenn du, sagen wir mal so, dich nicht angesprochen fühlst durch etwas, was ich sage, dann wird das auch nicht zutreffen. Deswegen, es ist ja ein Zusammenspiel zwischen dem, was ich euch gebe und das, was du dann fühlst, was resoniert und was sich gut anfühlt oder was nicht nur sich gut anfühlt, wo du einfach das Gefühl hast, ja, das ist es. Okay, meine Lieben, es ist so, ihr stellt euch jemanden vor, ihr könnt auch sagen, okay, für die Person nehme ich jetzt zum Beispiel Pi 1, für die andere Person Pi 2, es kann auch sein, dass alle auf einen fallen und wir gucken mal, was dann in den verschiedenen Piles durchkommen. Wie gesagt, fühl in dich rein, was sich stimmig anfühlt. Und ja, dann fangen wir mal an. Ich gebe euch jetzt die Auswahlmeditation, Timestamps wie immer in die Infobox. Und dann gucken wir mal, was derjenige hier für dich fühlt, empfindet, denkt. Und ich bin gespannt und los geht's. Das ist Pile Nummer 1. Pile Nummer 2. Und Pile Nummer 3. Hallo, Pile Nummer 1. Mimi will sich ja auch gleich gemütlich machen. Wir schauen mal, was denn da reinkommt. Okay, also hier geht es um sehr viel Leidenschaft. Ja, Sexualität auf jeden Fall, Körperlichkeit. Vielleicht auch ein bisschen, um so ein bisschen jagen und gejagt werden, aber auch Kindlichkeit, Verspieltheit, weil wir haben ja den Löwen, der definitiv auch für die Kindlichkeit steht. So ein bisschen, wie sollte ich sagen, es hat so ein bisschen was, nicht Naives, das klingt vielleicht auch blöd, aber definitiv was Flirtendes, Spaßhabendes. Also es ist eher so eine körperliche, leidenschaftliche, kindliche Verbindung. Entweder bist du derjenige, der jagt, oder derjenige möchte gejagt werden. Auf jeden Fall ist das so ein kleines Hin und Her. Und natürlich soll man keine toxischen Spielchen spielen, aber hier ist so ein bisschen Spannung und so ein bisschen, also egal, ob du denjenigen jetzt kennst oder nicht, wenn du ihn kennen würdest, würde da so eine gewisse Spannung entstehen. Also da ist so eine gewisse, also derjenige, um den es hier geht, der hat definitiv an sich etwas sehr auch Attraktives. Weil der Löwe steht definitiv. Entweder hat derjenige auch ein Löwezeichen bei sich drin. Jetzt werde ich gerade gebissen. Typisch Katze, nicht wahr? Die will unbedingt auf den Tisch. Aber da ist definitiv so was Selbstbewusstes, Kreatives, Verspieltes. Okay. Also derjenige hat die Tendenz, bei dir Dinge zusammenbrechen zu lassen. Sei es, dass da toxische Dinge zusammenbrechen oder einfach Dinge abfallen, die nicht mehr gut für dich sind. Also derjenige bewegt etwas in dir. Er hat auch das Talent,
dich zu verzaubern. Derjenige, das kann jetzt sie oder er sein, wie auch ihr das möchtet. Aber da ist auch viel Spiritualität. Also das viel, derjenige zieht sich wahrscheinlich auch zurück. Okay, also was ich jetzt auf jeden Fall reinkriege, ist, dass diese Verbindung nur funktioniert, wenn ihr auf spiritueller Ebene auch verbunden seid. Wenn ihr kommuniziert, ehrlich und offen, und wenn ihr auch über eure Probleme redet, das ist etwas, was hier nur funktioniert, wenn auch wirklich über die Tiefe gesprochen wird und man sich öffnet und seine Gefühle offenbart und ehrlich und aufrichtig miteinander ist. Keine Angst davor hat, verletzt zu werden. Also klar, die Verletzungsangst ist immer da, aber dass man einfach da sagt, nee, ich vertraue. Es kann sein, dass du derjenige bist, der aktiv werden muss, damit das Ganze läuft und funktioniert und überhaupt in Angriff genommen werden wird. Es kann sein, dass der andere das nicht unbedingt einleiten würde. Ja, ich glaube, wenn du nicht offen und ehrlich kommunizierst und wenn du dich anpasst und wenn du dich verstellst, bist du definitiv in der Falle, dann wird das nichts. Es kann auch sein, wenn ihr vielleicht nur körperlich euch attraktiv findet, dass es wichtig ist, es auf eine geistige Ebene zu bringen, auf eine emotionale Ebene, dass es nicht nur was Körperliches bleibt. Weil Körperlichkeit ist das Erste. Ne? Man sieht jemanden, man findet jemanden attraktiv, man findet jemanden süß oder man möchte demjenigen näher kommen. Das ist das Erste, was ganz oft ist. Und dann erst entstehen ja die emotionalen, geistigen Sachen. Und wenn die nicht harmonieren, dann nützt das Körperliche im Grunde genommen dann auch nichts. Weil auf Körperlichkeit kannst du zwar was aufbauen, aber meistens fällt es irgendwann wieder zusammen. Ja, also derjenige ist definitiv jemand, der sich reflektiert, beziehungsweise du solltest auch immer wieder dich hinterfragen, ist es das, was ich möchte? Bin ich ich selbst? Verstelle ich mich? Passe ich mich zu sehr an? Versuche ich wieder zu nett, zu lieb, zu irgendwas sein? Vielleicht will man auch zu cool sein. Männer neigen auch dazu, manchmal zu cool sein zu wollen, irgendwas repräsentieren zu wollen, obwohl es die Frau überhaupt nicht juckt. Oder auch den Mann. Ja, man darf da nicht irgendwie zu sehr denken, was will jemand anderes. Ich sag ja, also das fühle ich sowieso die ganze Zeit. Ich meine, wir haben Sakralchakra, wir haben den Löwen. Also da ist definitiv eine Menge Muschepupu am Start. da geht es rund um die Uhr knickknack, wenn das läuft. Ja, ich glaube, da muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu sehr idealisiert, weil auch der andere hat Macken und Kanten und wird nicht alles immer verstehen oder nicht immer derselben Meinung sagen sein und wird vielleicht auch Trigger haben und Dinge, die vielleicht nicht ganz so gut laufen. Aber es fühlt sich an, als ob, wenn man die Idealisierung überspringt, wenn man aufhört, jemanden auf den Podest zu stellen und ihn zu einem Unmenschen zu machen, dann kann das Ganze laufen. Es ist wichtig, für sich einzustehen, auch für deine Spiritualität. Ich habe das Gefühl, hier ist ganz wichtig, dass du definitiv deine spirituelle Seite nicht unter den Teppich kehrst, nicht dich schämst, sondern dass es eher etwas ist, was euch verbinden würde. Und wo du definitiv nicht vor dir selbst wegrennen darfst. Du darfst nicht diese Seite verstecken wollen, weil ansonsten funktioniert diese Beziehung nicht. Es würde nicht funktionieren langfristig, wenn du nicht spirituell sein dürftest. Es ist definitiv auch etwas sehr Stürmisches. Es kann sein, dass der eine Part vielleicht ein bisschen dominanter ist oder ihr auch eine gewisse Dominanz mögt. Ja, es kann ja in der Sexualität sein, es kann aber auch so zwischenmenschlich sein. Dominanz bedeutet ja nicht dominieren in dem Sinne von kontrollieren, sondern Dominanz bedeutet mal den Ton angeben, sich mal gegenseitig zu necken, zu sticheln, und Spruch zu kloppen, aber eben auf die sanfte Art und Weise, um sich gegenseitig nicht verletzen zu wollen, sondern eher um ein bisschen Spaß und Lockerheit reinzubringen. So ein bisschen Humor, sich zu necken, frei zu sein. Auch wieder eine gewisse Kindlichkeit. Ja? Kinder, die sich ärgern und so. Yep. Also hier ist definitiv die Möglichkeit einer Partnerschaft. Und für jeden, das kriege ich auch gerade rein, für manche, die sagen, boah, nee, ich glaube nicht, dass das mit demjenigen klappt oder ich kann mir das nicht vorstellen, dann ist das dieser Peil, der dir sagt, dass du definitiv in der nächsten Partnerschaft jemand sein musst, der mehr aktiver sein soll, der nicht idealisieren soll, der Leidenschaft ausleben soll, der sich definitiv körperlich nicht zurückhalten soll oder in irgendeiner Form zurückhalten, schämen. Weil es gibt ja dieses, manchmal hat man ja Angst, wenn man körperlich ist, dass man in irgendeiner Form vielleicht abgestempelt wird. Frauen werden ja oft abgestempelt, auch Männer werden dafür abgestempelt. Im Grunde genommen sind wir alle nur nackig geborene Menschen, die auf die Erde gekommen sind und die Bedürfnisse haben. Und wenn du dich mit jemandem verbinden möchtest, wenn du Nähe aufbauen möchtest, wenn du dich austauschen willst, wenn du Körperflüssigkeiten austauschen möchtest, dann ist das etwas, worauf du Lust hast und was du darfst. Und da kann keiner kommen und dir sagen, du darfst das nicht. Das sind meistens Menschen, die sich selbst die Dinge zurückhalten oder Dinge unterdrücken und das ist ja das, was eine Partnerschaft auch ausmacht. Nicht nur, aber ich finde, in einem
in einer Partnerschaft, wenn die Körperlichkeit verloren geht, geht auch eine gewisse Harmonie verloren oder auch eine gewisse, sind ja nicht nur, es ist ja nicht nur der Akt an sich, sondern es sind ja auch die Streicheleinheiten. Es ist die Nähe, die aufgebaut wird, die Blicke, die ausgetauscht werden, die Verbundenheit, die entsteht. Und ich habe das Gefühl, du bist so jemand, der braucht das. Der braucht die Körperlichkeit und der braucht auch mal eine Streicheleinheit, einen Kuss auf die Stirn und den Kopf gekrault, den Rücken gekrault, schöne Berührungen, schöne Küsse. Also ich habe das Gefühl, du bist jemand, der braucht auch ein bisschen das Feuer. Also es soll nicht nur so ein Mutti-Abgeknutsche sein, sondern wirklich auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ihr die Serie Bridgerton kennt, von Netflix. Ich bin Riesenfan davon. Und falls du die noch nicht gesehen hast, schau die dir gerne an. Da sieht man auch so ein bisschen, wie es laufen kann. So ein bisschen Leidenschaft, ein bisschen Feuer, ein bisschen heißer, ihr wisst schon. Und das habe ich das Gefühl, darf gleichzeitig mit der Spiritualität und auch mit beiden Beinen im Leben stehen, alles zusammen funktionieren. Das muss dich nicht ausgrenzen. Das muss nicht heißen, oh, wenn du dich körperlich hingibst, bist du auf einmal nicht klug oder bist du nicht im Leben. Absolut gar nicht. Es kann alles verbunden werden. Ich habe das Gefühl, das gibt hier auch der Magier her, dass du dich verbinden kannst mit anderen, mit dem Universum, mit deinem Körper, mit der anderen Seele. Und dass aber auch diese Verbindung definitiv einige Dinge zusammenbrechen lassen wird. Vielleicht deine Vorsicht, vielleicht auch deine Schutzmauern. Und ich will nicht sagen, man soll im Leben keine Schutzmauern haben. Du sollst ja auch vorsichtig durchs Leben gehen und gucken, wer passt, wer nicht. Aber wenn du gar niemanden in dein Leben lässt, wirst du halt auch gar nichts lernen oder dich gar nicht erweitern können. Und wir sind ja auch dafür da, um auch wieder fallen zu können und wieder aufzustehen. Wir sind Stehaufmännchen und deswegen hab keine Angst vor dem Neuen, was kommt, weil es wird dir gut tun. Okay, meine Lieben, das war es jetzt zu Paar Nummer 1. Falls du dich noch zu einem anderen Paar hingezogen fühlst, schau dir den sehr gerne an. Falls du ein persönliches Reading bei mir möchtest, ich habe auch Beziehungsreadings, dann kannst du es gerne buchen. Falls du mir eine Spende zukommen lassen möchtest, habe ich einen PayPal-Link in der Infobox oder eine Möglichkeit auf meiner Website, mir was zukommen zu lassen. Und wir sehen uns bald wieder. Macht's gut, ihr Lieben. Hallo, Paar Nummer 2. Ihr habt den hier gewählt und wir schauen mal. Okay, also ihr öffnet euch. Okay, das ist was Karmisches. Also das hier ist eine karmische Verbindung. Denjenigen kennst du aus einem früheren Leben. Ihr habt definitiv eine Verbundenheit. Derjenige ist auch hier, um dich zu heilen. Oder beziehungsweise ihr heilt euch gegenseitig. Ihr öffnet auch euch wieder dem Leben. Also das, was hier passiert, derjenige sorgt dafür, dass du dich wieder dem Leben öffnen kannst und dass du auch Wunden heilst. Aber das ist auch was ganz Altes, da soll was aktiviert werden. Ja, vom Universum ist das auch. Also ihr seid universell definitiv verbunden. Das ist eine absolute Seelenabsprache hier. Das soll auch laufen. Wir haben ja die Sonne. Also das heißt, du sollst heilen, du sollst durch denjenigen auch wieder in deine Freude kommen. Und es kann sogar sein, dass es euch ein bisschen so isoliert. Also, dass ihr so ein bisschen du, ihr beide gegen den Rest der Welt, weil das ist der Eremit, also die Zurückgezogenheit, so ein bisschen dieses Höhlenmenschen-Ding, dass ihr füreinander da seid, dass ihr euch umeinander kümmert, dass ihr euch versteht, dass ihr das Gefühl habt, einander zu kennen, ohne dass ihr euch kanntet und dass ihr definitiv Liebe füreinander empfindet. Das ganz tiefe Liebe, also so eine tiefere Liebe. So eine fast schon Nicht-Erdenliebe. Ja, derjenige wird definitiv dafür sorgen, dass bei dir mehr aufgeräumt wird. Also da passiert energetisch auf jeden Fall was. Ich sag ja, unheimliche Liebe. Es ist auch so hier nochmal schön, dass das nochmal als Bestätigung extra nochmal reinkommt. Auch die Liebe fürs Leben wird derjenige bei dir wieder erwecken. Es ist, ja, es fühlt sich total stimmig an. Absolut stimmig, wohlwollend. Herzlich. Es kann an der einen oder anderen Stelle, glaube ich, ein bisschen Angst machen, wenn auf einmal so viel Liebe wieder ins Leben strömt. Ist auch wichtig, an dich zu denken in dieser Beziehung, nicht nur an den anderen. Manchmal gibt man sich in der Beziehung komplett auf und richtet sich nach anderen Menschen, einfach weil man die Liebe nicht verlieren will. Aber das ist dann keine gesunde Liebe, wenn du immer das Gefühl hast, du musst für jemand anderen da sein, weil dann kannst du nie wirklich dir was aufbauen mit dieser Person, weil du ja dann immer wie so ein falsches Selbst eher fütterst und irgendwann wird das zusammenbrechen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass du in einer Beziehung auch ein bisschen egoistisch bist, nicht nur, aber wenn jeder das ein bisschen sein kann, jeder seine Facetten zeigen kann, jeder ein bisschen an sich denken kann, dann läuft das.
Denke bitte nicht, dass diese Liebe ein Hirngespinst ist, auch wenn du das denkst, bitte denkst nicht. Und falls du jetzt jemanden genommen haben solltest, weil das höre ich auch gerade, es kann sein, du hast jemanden genommen. Für manche trifft das zu, nicht alle. Die haben sich jemanden rausgesucht, wo das nicht zutrifft, wo das aber jemand anderes sein wird, diese erfüllte Liebe. Und dass du das eigentlich auch schon spürst und weißt. Aber für andere wiederum, ein anderer Teil der Gruppe, die das jetzt hier gucken, wer ist derjenige, den ihr euch ausgewählt habt, genau derjenige, der auch kommen wird. Und wenn du niemanden hast, den du dir gerade vorstellst, wo du einfach sagst, ach, ich guck mal, was Peil 2 bringt, das bringt's. Die große wahre Liebe. Die auch extrem wundervoll ist, wo ihr euch wirklich wohlfühlt miteinander. Ich habe das Gefühl, ich kann da nicht wirklich viel irgendwie noch dazu adden, weil es ist irgendwie so stimmig, so im Einklang. Das Einzige ist eben, dass du dich von der Welt vielleicht ein bisschen abnabeln wirst. Es kann sein, dass Leute sich vielleicht ein bisschen so fühlen wie, oh, du verschwindest wieder oder du bist nicht mehr wirklich anwesend. Aber das liegt daran, dass ihr euch kennenlernen wollt, dass ihr euch gerade finden wollt und dass ihr euch näher kommen wollt. Und da gehört das dazu. Das gehört manchmal dazu, sich von der Welt abzunabeln. Man soll natürlich die Menschen nicht aus dem Leben schneiden und gar keinen Kontakt mehr hegen. Aber manchmal braucht man diese Zeit, weil man nicht so viel Energie hat. Ja, es kann sein, dass ihr euch vielleicht ein bisschen zurückzieht, isoliert. Hier haben wir die Krebsenergie, also definitiv der Rückzug wird vielleicht von dem einen oder anderen nicht so gerne gesehen. Es kann auch sein, dass eine gewisse Eifersucht vielleicht auch auf die Verbindung ist, weil die so toll sich anfühlt, dass der ein oder andere es dir nicht gönnt. Also auch da Vorsicht. Ihr werdet sehr viel reden. Also hier findet eine ganz starke Kommunikation statt. Das ist auch so gewollt. Ihr sollt auch viel über euch erfahren. Ihr sollt viel über den anderen erfahren, viele Fragen stellen, viel. Also es gibt keine Tabuthemen. Ihr könnt über alles reden, ob es die Vergangenheit ist, vergangene Beziehungen, vergangene Partner, die Vergangenheit in der Kindheit. Ihr redet über alles, wirklich alles. Also da gibt es wirklich nichts, wo man sagen könnte, oh, das darf jetzt nicht angesprochen werden oder so, sondern ihr werdet euch öffnen und wirklich, aber beide, also bitte achte darauf, dass beide die Kommunikation anstreben und nicht, dass du alles von dir preisgibst und der andere gar nicht, weil dann ist es nicht derjenige, der zu dir passt, sondern ihr wirklich beide auch Interesse daran habt, euch kennenzulernen, über euer Leben, Vision, wo ihr hingehen wollt, was das Leben mit euch macht, vielleicht über eure Spiritualität, wie ihr das Universum seht, verschiedene vielleicht Theorien, alles, was euch bewegt, eure Hobbys, eure Leidenschaften. Und derjenige wird definitiv auch dafür sorgen, dass vielleicht ein paar Menschen aus deinem Leben rausgehen und du wirst auch dafür sorgen, dass bei dem ein paar Leute rausgehen. Und es ist nicht rausgehen im Sinne wie isolieren, weil Narzissten isolieren einen ja sehr oft und dann hat man niemanden mehr und das ist hochgradig toxisch und da musst du aufpassen. Aber eher so Menschen, wo du dir vielleicht vorher nicht getraut hast, loszulassen, weil du dich halt noch nicht so gestärkt gefühlt hast, wo du vielleicht schon die Ahnung hattest, denjenigen willst du nicht mehr im Leben haben, aber du hast dich so einsam und verlassen gefühlt, dass du jetzt durch diese Person aber so eine Stärke erhältst, dass du weißt, jetzt kannst du den anderen oder die anderen jetzt loslassen. Also diese Verbundenheit ist gerade sehr angenehm und sehr liebevoll und es fühlt sich sehr stark an. Ich habe aber auch irgendwie das Gefühl, dass dem einen oder anderen sie zu gut vorkommt und man vielleicht sogar Angst vor der Liebe hat, sogar Angst davor, dass alles gut läuft, weil man gewohnt ist, dass Dinge auch schwierig sein können. Und ich will nicht sagen, dass hier nicht auch mal Schwierigkeiten kommen und Stolpersteine, aber da ist die Kommunikation ganz wichtig. Reden, 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 reden. Immer reden. Wenn du was nicht verstanden hast, wenn du bockig bist, wenn du denkst, derjenige ist angepisst, reden. Immer reden. Vielleicht musst du nicht alles im Jetzt sofort klären und kannst es auch im nächsten Moment vielleicht später reden. Aber bitte nicht aufgeben. Bitte nicht Kontakt abbrechen und alles schweifen lassen. Und wenn du das Gefühl hast, jemand zieht sich gerade zurück, ja, weil wir hier den Eremit haben, dann lass denjenigen sich zurückziehen. Der kommt doch wieder auf dich zu. Verharre nicht. Das ist auch ganz wichtig. In der Beziehung ist es ganz, ganz wichtig, ein Eigenleben zu haben. Trotz dem anderen, also das heißt jetzt nicht, du musst irgendwie ein eigenes Leben, eine eigene Identität noch haben, sondern hab Hobbys, hab Leidenschaften, hab Dinge, die du magst, hab Dinge, die du gerne auslebst, hab Dinge, die dich faszinieren neben der Partnerschaft, weil ansonsten werdet ihr euch auffressen. Das ist nämlich sonst unangenehm. Ihr dürft absolut miteinander verschmelzen, aber ihr dürft auch eigene individuelle Leben haben, Freunde haben, rausgehen, Dinge machen, weil das wichtig für euch ist. Aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, wachst ihr sogar noch mehr zusammen. Also da ist so ein Zusammenwachsen, was immer stärker und stärker wird und dass die Außenwelt euch mitformt, aber euch nicht auseinanderbringen kann und dass ihr Vertrauen entwickelt, dass definitiv ihr nicht auseinandergeht. Und hier muss keine Ehe sein, aber es fühlt sich an wie eine Form von Ehe, vielleicht einfach eine gefühlte Ehe, so eine lebenslange Liebe, die nicht enden will. Und wie gesagt, falls diese Person, die du dir jetzt ausgewählt hast, nicht derjenige sein wird, der
über den ich rede, dann ist es etwas, was definitiv in dein Leben kommen wird und dir zusteht und so wird auch dein Leben sein. Jemand, der definitiv dein Seelengefährte ist, den du kennst, mit dem du dich wohlfühlst und mit dem du das Universum erkundest. So fühlt sich das an. Ja. Okay, meine Lieben, das war es jetzt zu Peil Nummer 2. Falls du dich noch zu einem anderen Peil gezogen fühlst, schau dir gerne an. Falls du ein persönliches Reading buchen möchtest, ich habe auch Beziehungsreadings, dann kannst du es gerne auf meiner Website tun. Falls du mir eine Spende zukommen lassen möchtest, habe ich einen PayPal-Link in der Infobox oder auf meiner Website eine Möglichkeit, mir was zukommen zu lassen. Wir sehen uns bald wieder. Macht's gut, ihr Lieben. Bis dann. Hallo, Peil Nummer 3, ihr habt diesen hier gewählt. Diesen hier, das sind ja eigentlich so Magnetdinger fürs Buch. Okay. Auch interessant. Okay, diese Beziehung ist definitiv auch sehr, sehr heilsam. Kann sein, dass die auch manchmal Tränen bringt, aber jetzt nicht unbedingt Tränen im Sinne von derjenige betrügt dich oder tut dir weh. Aber vielleicht Tränen der Heilung, Tränen, dass Altes hochkommt, vielleicht alte Themen, karmische Themen. Themen aus der Vergangenheit, vielleicht hilft dir jemand, was aufzuarbeiten. Das ist definitiv eine sehr intensive Beziehung. Also das ist etwas, derjenige empfindet dich auch als intensiv und fühlt sich aber auch stark verbunden. Wir haben den Eoa-Baum, also das heißt, das ist auch eine Seelenverbindung. Die hat aber, wie gesagt, oder kann zu Tränen führen, auch zu Traurigkeit manchmal, vielleicht auch zu Distanz, vielleicht seid ihr auch nicht an einem Ort. Vielleicht wohnt ihr weiter auseinander. Das ist jemand, der dir definitiv viele Lehrlektionen bringt, der dich reifen und wachsen lässt. Auch vom Glück gesegnet. Das soll auch passieren. Das ist eine Schicksalsbegegnung. Es kann sein, dass ihr vielleicht nicht immer dieselbe Art und Weise habt zu kommunizieren. Das kann zu Tränen führen. Vielleicht versteht ihr euch manchmal nicht. Vielleicht missversteht ihr euch. Vielleicht sprecht ihr nicht unbedingt immer dieselbe Sprache. Heißt nicht, dass man das nicht lernen kann. Ja, man kann lernen, dieselbe Sprache zu sprechen. Dann muss man mutig sein, nachfragen, Schwächen zugeben. Einfach vertrauen darauf, dass Dinge gut gehen. Ja, definitiv. Also hier ist definitiv eine Traumasache, dass Trauma hochkommt, Trauma vielleicht auch durch den anderen gelöst wird, vielleicht redet man über solche Themen, vielleicht hat man ähnliches Trauma erlebt, vielleicht verbindet einen das sogar. Ich glaube, ihr sollt euch auch erlauben, zu heilen oder Dinge zu öffnen, auch zu sagen, hier, das triggert mich, hier, das hat mich verletzt oder ich bin vielleicht empfindsam, vielleicht über seine Schwächen zu reden, über seine Ängste zu reden. Nicht immer kann man das mit jemandem, ja, oft wird man belächelt, aber hier geht es um die Verbindung, dass da jemand sich dir öffnet, du dich öffnest. Ich glaube, du hast Angst, dass es leere Versprechen sind. Ich habe sogar das Gefühl, bei manchen von euch trifft es sogar zu. Es fühlt sich an wie so ein kleiner Teil dieser Gruppe, die diesen Peil gewählt hat, hat jemanden im Fokus, der nicht gut für dich ist, der auch narzisstisch sein könnte, wo es zu gut ist, um wahr zu sein. Aber der andere Teil der Gruppe, für den trifft es nicht zu. Die haben nur Angst vor leeren Versprechen. Die haben Angst, sich wieder zu öffnen. Ja, definitiv sollte die Partnerschaft erlauben. Falls ihr euch jetzt fragt, ja, woher soll ich jetzt wissen, ob ich der Teil bin, der den Narzissten abbekommen hat oder die gesunde Person. Fühlt ihr euch, als ob ihr es demjenigen immer recht machen müsst? Habt ihr das Gefühl, ihr könnt niemals ihr selbst sein? Habt ihr das Gefühl, rennt jemandem hinterher und derjenige interessiert sich null für euch? Habt ihr das Gefühl, ihr müsst immer die richtigen Worte wählen, dürft nie was Falsches sagen, dann ist es jemand, der toxisch ist. Oder wenn ihr das Gefühl habt, derjenige gibt euch nur kurze, knappe Antworten, ja, okay, ja, später, bla bla bla. Der öffnet sich nicht, das ist, da müsst ihr aufpassen, das ist jemand, der ist nicht interessiert an euch. Habt ihr aber das Gefühl, derjenige könnte sich dir öffnen, vielleicht auch über seine Gefühle reden oder einfach keine Angst vor sich selbst hat, dann ist es definitiv nicht der Teil, der da auf euch zutrifft. Es kann auch jemand sein, wo ihr jemanden über, mit dem ihr vielleicht beruflich was aufbaut oder der euch beruflich stützt oder den ihr über den Beruf kennenlernt.
Vielleicht habt ihr den Beruf oder der andere den Beruf. Auf jeden Fall habt ihr da durch Kontakt. Das ist definitiv auch eine starke sexuelle Verbindung. Ja, Skorpion-Energie. Das heißt, hier sollte definitiv auch über den Körper heilen. Es kann auch sein, dass Traumen über den Körper geheilt werden, über bestimmte Formen der Orgasmen oder des Näherkommens, des Fühlens. Das ist definitiv etwas, wo ihr euch verbindet auf anderen Ebenen. Es ist etwas, wo auch der Körper berührt werden soll und auch der Geist, also beides, der Geist und der Körper sollen berührt werden. Es geht hier nicht darum, nur den Körper zu berühren. Du sollst definitiv nicht die Augen verschließen. Du sollst nicht einfach blind in was reingehen, auf gar keinen Fall. Du sollst schon bewusst sein und du sollst auch prüfend sein. Also man soll sich im Leben nie einfach nur sinnlos einfach fallen lassen, aber man darf auch nicht zu sehr mit dem Kopf rangehen. Und man darf auch keine Angst haben davor, dass man sich vielleicht mal missversteht oder dass mal Probleme auftauchen oder dass man sich mal nicht geborgen fühlt, weil Geborgenheit ist etwas, was in einem selbst entsteht. Und jemand anderes kann noch so dir die Geborgenheit geben, wenn du gerade nicht empfänglich dafür bist, fühlst du sie nicht. Und es ist nicht immer der andere, der die Geborgenheit geben muss, sondern man muss sich selbst auch Geborgenheit geben. Also diese Verbindung fordert definitiv von dir heraus, dass du auch dich selbst verbindest, dass du dich mit dem Universum verbindest, dass du dich mit deinen Geistführern verbindest, dass du auch dir lernst zu vertrauen und dass der andere das nur sozusagen mit weiterführt und auch aktiviert. Aber dass es definitiv nicht ist, dass der andere dich komplett nur heilt und du musst gar nichts machen. Du bist gewisserweise ein Diener oder eine Dienerin des Universums. Wir haben immer irgendwie eine gewisse unterwürfige Form, wenn man es so nimmt. Also wir erfüllen unseren Seelenplan. Also es ist eine gewisse devote Form, die wir haben. Manchmal nervt uns das, manchmal wollen wir die Kontrolle und alles selber bestimmen. Ich habe aber das Gefühl, diese Beziehung bringt manchmal ein bisschen Chaos rein und ein bisschen wirbelt alles auf. Und kann sein, dass es euch manchmal sogar in eine Melancholie verstürzt, weil ihr einfach mental nicht so richtig damit zurechtkommt. Aber das hat eher was mit dem Trauma zu tun, was hochkommt. Also es kann sein, dass dieser Mensch bei euch Dinge aktiviert, die mit Vergangenheitsthemen zu tun haben und ihr gar nicht eigentlich diese Person seht, sondern in dem Moment vielleicht den Ex-Partner oder vielleicht Eltern, jemand, der euch wehgetan hat. Und ihr seht dann gar nicht die Person, die wirklich vor euch steht. Und das ist euer Prozess zu lernen, die Wahrheit zu sehen, wer wirklich vor euch steht, den wirklich zu sehen und nicht mit dem Schmerz aus der Vergangenheit nur zu arbeiten. Und wie gesagt, ich sage ja nicht, ihr könnt nicht eure Vorsicht walten lassen und auf Trigger und so achten, weil du sollst ja auch jemanden erkennen wieder, du sollst ja auch Narzissmus erkennen, du sollst ja auch wach sein und die Augen offen halten. Aber es ist manchmal dieses schmale Grat zwischen, ich erkenne jemanden, der wirklich mit mir verbandelt ist und der holt eben auch Schmerz hoch, oder jemand, der einfach nur wehtun will. Da ist ein Unterschied. Und ich kann dir sagen, wenn es am Anfang zu schön läuft, also jemand ist, alles ist glatt und es wird eine Zukunft prophezeit, die absolut toll ist und ihr wollt das und jenes und ach, alles zusammen machen, passt ein bisschen auf, Narzissten neigen zu Future Faking, also sozusagen eine Zukunft auszumalen, die total toll ist, aber die eigentlich nicht realistisch ist und die derjenige auch gar nicht mit dir umsetzen will. Also fühl immer in dich rein, fühlt sich stimmig an, fühlst du dich bei dem geborgen, fühlst du dich wohl, wie reagiert dein Körper, ist er super nervös, ist das eine angenehme Nervosität oder eine sehr beängstigende, weil es hat auch damit zu tun, dass du bereit sein musst. Du musst bereit sein auch für den nächsten Schritt. Du musst bereit sein für die nächste Sache. Und diese Sache hier, diese Person, die fordert dich raus. Und derjenige will auch, das kann auch sein, dass du den auch rausforderst, dass derjenige auch mit dir vielleicht auch Stolpersteine hat, dass nicht nur bei dir das so ist, sondern dem anderen geht es genauso. Und dass da vielleicht manchmal auch Tränen fließen oder Schwierigkeiten sind und nicht alles so glatt läuft. Und die Steinbock-Energie ist auch jemand, der hat Ziele, aber der öffnet sich manchmal emotional nicht so. Dafür haben wir wieder den Skorpion, der sich eigentlich öffnet, aber immer nur dann, wenn er wirklich Vertrauen hat. Also der Skorpion ist jemand, der braucht eine gewisse Weile, um sich an jemanden ranzutasten. Der braucht eine gewisse Weile, um zu sagen, okay, jetzt versuche ich es. Der muss beobachten können, der muss jemanden abchecken können, der kann nicht sofort sich auf jemanden einlassen. Also kann das hier eine Beziehung sein, die definitiv karmisch ist und die auch vergangenheitsorientiert ist, also aus der Vergangenheit, aus dem früheren Leben kommt und die auch Heilung bringt, die aber nicht gleich super easy peasy ist, die vielleicht paar Schwierigkeiten, Stolpersteine hat, aber wie gesagt, da muss man lernen zu reden, zu kommunizieren, seine Gefühle zu offenbaren und nicht vor sich wegzurennen und auch vor dem anderen nicht wegzurennen. Also das ist was, das geht hier richtig tief und es kann sein, dass der eine oder andere nicht bereit dafür ist und sagt, nee, das ist mir zu tief, ich habe Angst davor, ich habe Angst vor den Gefühlen, ich habe Angst vor dem, was kommt.
Das heißt nicht immer, dass die Partnerschaft falsch wäre. Es ist nur, dass man manchmal Angst vor sich selbst hat, vor dem, was kommt, weil man keine Kontrolle hat. Weil Liebe ist oft kontrolllos. Es passiert einfach. Man schwebt da so vor sich hin und man kann abstürzen und wieder hochkommen. Und das ist alles so absolut, fühlt sich manchmal sogar toxisch an, weil man nicht weiß, was man mit einem los ist. Deswegen ist es wichtig, im Leben auch eine gewisse Stabilität für sich zu haben. Zu gucken, wie läuft es mit deinen Finanzen, nicht gleich alles über den Berg zu werfen. Ich habe das Gefühl, nicht zu langsam, aber schon langsam ranzugehen, aber auch nicht zu langsam. Also wenn du dich zum Beispiel körperlich annähern möchtest, kannst du es gerne machen. Ich finde sowieso, Körperlichkeit ist etwas, das kann sein, wenn du dich geistig verbunden hast. Also ich weiß, dass es manche Menschen gibt, die müssen sich erst geistig verbinden, damit sie körperlich überhaupt sein können. Manche brauchen Körperlichkeit, um sich geistig überhaupt zu öffnen, weil sie sagen, erst wenn das stimmt oder ich das Gefühl habe, man kann den Körper berühren, sich riechen, sich schmecken und das stimmt alles, dass man sich dann erst überhaupt auf jemanden einlassen kann. Da gibt es unterschiedliche Herangehensweisen. Du musst für dich wissen, was für ein Typ Mensch du bist, ob du erst das Geistige brauchst oder erst das Körperliche. Es ist beides legitim, es ist beides in Ordnung. Und dann den Weg zu finden, sich vielleicht näher zu kommen und auch rauszufinden, wie tickt der andere, wie tickt der, was braucht der zuerst, dann Nenner zu finden. Ich habe das Gefühl, dass das hier so der Peil, der auf der einen Seite mit am schwierigsten ist, aber auf der anderen Seite mit am tiefsten auch geht und der auch am meisten transformiert und der auch am meisten alte Wunden aus der Vergangenheit heilt. Und das ist definitiv auf der einen Seite eine anstrengende Sache, anstrengend für den Geist, aber extrem belebend fürs Herz. Jetzt haben wir ja auch noch einen Krankenwagen, der das Ganze noch mit abrundet. Aber der belebt dich, also diese Beziehung belebt dich. Und die hilft ja auch, ein neuer Mensch zu werden oder ein geheilterer Mensch zu werden. Und da musst du halt gucken, wie du das siehst. Aber derjenige sieht in dir auf jeden Fall jemanden, der fähig ist, also eine Partnerschaft zu führen. Und ich glaube, derjenige fühlt auch, dass du Trauma lösen kannst und dass du helfen kannst und dass du auch sehr viel Glück ins Leben bringst. Also da ist so ein, ihr seht das beide. Ja, aber nicht immer traut man sich, ne? Das ist halt so eine Sache, das muss man für sich selbst rausfinden. Okay, meine Lieben, das ist jetzt das, was ich für Peil Nummer 3 reinbekommen habe. Falls du dich noch zu einem anderen Peil hingezogen fühlst, schau den gerne an. Falls du ein persönliches Reading buchen möchtest, ich habe auch Beziehungsreadings, dann kannst du die gerne bei mir buchen. Und falls du mir eine Spende zukommen lassen willst, habe ich einen PayPal-Link in der Infobox oder auf meiner Website eine Möglichkeit. Ansonsten sehen wir uns bald wieder. Macht's gut, ihr Lieben. Bis dann.